Kacke. Egal. Alter Panzer. Das passt zu Alfreds Geschichte. So. Du, er isst die Dinger? Der Knopf. Irgendwo hier noch ein Knopf, wo man das Ding bewegen kann? Oder war das erst bei Chris? Bewegen kann. Wird wohl bei Chris erst gewesen. Langsam. Ah, immer die falsche Taste. Nebenhund. Ja, zu blöd, dass du keine Treppen laufen kannst, Hund. So, da hätten wir die Karte. Dem Karte. Blähungskarte. Alfred kann in der Trainingsanleitung benutzt endlich wieder heilen. Thank you.
Und oben. Kann die Köder nicht sehen. Den Platz. Gammelfleisch, Hot Dogs. War doch die Karte, stimmt. Dann war das doch alles die rote Karte. Ach halt die Backen. Mickriger Wurm am Haken. Oh, Steve ist weg und er hat die Leiche seines Vaters mitgenommen. Oder? Ja. Weil er die wohin gebracht hat. Er hat den nächsten besten Fleischwolf reingetan. Die haben die nächsten Umbrella-Mitarbeiter verfüttert. Ihre eigene Kreation kosten will. Nicht wahr? Lecker Gammelfleischburger. Jetzt bei McKing. Dein Geschmack ist King, ne? Leider kann ich das ja nicht benutzen. Another. An die andere Munition kommen wir noch nicht ran, weil da noch ein Schlüssel fehlt. Ah, Scheiße. Ah.
Deckung, Joi. Ich hasse diese Dinger. Ich weiß noch nicht mal, wie die Dinger noch mal heißen überhaupt. Weiß das jemand noch? Immer nur Gummi-Langarm-Kreatur. In Erinnerung. Sehr stark. Friedig. Viren sind vermutlich hier ausgetreten. Nicht nötig, ja, nicht nötig. Nur, hier ist auch nur ein Virus ausgebrochen, ne? Nein, nicht nötig. Ich bin sowieso immun gegen den T-Virus. Die Tür ist verschlossen, komme ich hier nicht rein. Hier kommen wir nicht weiter. Ja, ich komme ja noch nicht zu der Armbrust. Ich kann die Tür ja nicht öffnen. Das ist ja das Problem. Ich habe ja noch nicht die rote Karte. Um diese eine Tür da nach oben zu öffnen. Habe ich ja eben versucht. Weder die graue noch die blaue Karte kann ich in diesen einen Schlitz benutzen. Hätte ich das ja schon gemacht. Ja, stimmt. Diese Waffenteile sind ja für Chris gewesen. Stimmt ja. Damit öffnen können, aber versucht nicht. Nee. Komm ich nicht dran. Ich habe beide Karten eben bei den Türschlitz versucht, also bei den Kartenschlitz. Die Tür kann ich jetzt nicht benutzen, hat Claire immer gesagt. Habe ich beides so durch. Ich habe die blaue und die silberne Karte. Kannst alle fragen hier im Chat. Die können wir hier auf jeden Fall. Ach Mensch, Barry. Ach nee, du bist das gar nicht, Barry. Entschuldigung, hab dich verwechselt.
Er scheint nicht mehr zu leben. Fortsetzen? Das Leben fortsetzen? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nichts Besonderes. Unkomisch. Müsste nicht eigentlich diese Sequenz kommen, wo der da an der an dem Fenster kommt und dann dagegen geklatscht ist und dann die Leiche da liegt? Aber die Sequenz kam gar nicht, wo ich da in den Raum war. Deswegen ist da hier der Alarm an. Das ist irgendwie seltsam, oder? Ich weiß, wo ich ran tue. Ich habe nur jetzt rumgeguckt gerade. Ja, aber dieser Raum da, also der Typ in dem, also die Zwischensequenz da, wo wir doch wieder zurückkamen und dann der Alarm ausgelöst hat. Ene kam überhaupt nicht. Oder an die Scheibe gedonnert wurde. So kommt die später. Aber die Leiche liegt doch schon da. Sehr eigenartig. Wenn mich fragt. Hört sich meine Tour auch immer an, wenn sie nicht geölt wurde. Ja, alles klar, Flip. Vielen Dank fürs Vorbeischauen und ich wünsche dir viel Spaß. Vielleicht bis zum nächsten, ne? Ich werde ja morgen auch noch weiter streamen. Weiß ich das heute nicht mehr. Ich denke mal, ich werde das heute sowieso nicht schaffen. Aber deswegen gehen wir dann morgen nochmal. Ein mit T-Viren gescheitertes, genetisches veränderte Salamander. Ja, aber ich glaube nicht. Er mutiert beim Wachsen. Circa 15 Stunden nach der Geburt ist er 2 Meter groß. Ausgewachsenen Ambrine kann Strom erzeugen. Ja, eigentlich gut. Dann brauchen wir. Jeder Mensch besitzt so ein Ding in so einem Aquarium und schon kann er seinen eigenen Strom für sein gesamtes Haus verwenden oder für seine Wohnung verwenden. Entriegelt. Ja, von mir aus gerne.
Nicht dagegen, wenn noch Leute hier bleiben. Immer willkommen. Jetzt geht es, nachdem der Alarm aus ist. Das geht dann. Aber ich verstehe gar nicht, wieso überhaupt der Alarm an ist. Die, wie gesagt, die Zwischensequenz, wo der Typ da in die Scheibe geklatscht wird, die kam überhaupt nicht. Mir deswegen ein Rätsel, warum das der Alarm ging ja los, nachdem ich ja durch einfach weitergegangen bin. Die Sequenz kam gar nicht. Hier alles dunkel. Ich war ja hier in den Raum, bin dann hier lang gegangen, aber die Sequenz mit dem Typen kam nicht. Der Alarm war einfach, ging dann an, nachdem wir weitergegangen sind. Was ist denn das Seltsame? So. Die Armbrust würde ich sehen, die 320 Pfeile auf einmal drin haben kann. Gibt ja so ein Zusatzding, wo jetzt mindestens 10 Stück in so eine Trommel drin ist, aber 120? Weiß nicht. Den Code eingeben. 9, 1. Wo ist 6? Ja, nicht mit dem. Er ist schon. Scheint jetzt nicht zu funktionieren. Kann er es nicht öffnen. Ja, lass dir ruhig Zeit, Claire. Ja, das meine ich ja. Diese Sequenz, wo sie dann das erste Mal dann flüchtet, nachdem der Typ dann ja dagegen geklatscht wurde und die dann so diesen Hechtsprung macht. Die Szene gab's nicht. Was? Verarsch mich jetzt nicht, Barry. Verarsch mich nicht. Verarsch mich nicht. Dann machst du das also. Ich dachte schon, ich hätte die falsche Taste erwischt.
Ja, alles klar, Box. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Und vielleicht bis morgen vielleicht, wenn du Lust hast. So. War der Raum mit dem Gemälden gewesen? Ja. Ist gar nicht mehr das Gemälde denn noch. Weg. Mann, verzeugt es. Ins Speedo. Öffnet. Goldener Schlüssel. Hurengold. Dem der Ashford Family ist ein Hurengold, der muss einiges wert sein, oder? Eine Gedenktafel. Drauf steht etwas geschrieben. Für den Tag der Vollendung dieser Trainingsanlage. 8. Dezember, Alfred Ashford. Was ist denn das für ein Jahr? Alfred Ashford? Das ist aber ein komisches Jahr. Sehr eigenartig. Ich kenne das Jahr Alfred Ashford nicht. Verschlossen mit einem einfachen Schloss. Vermutlich ein Nachbau dieser Anlage. Hier ist eine Höhlung. Kommt ein Elefantenpo rein.
die Backen. Ja, geahnt. Die Froschkörper kommen wieder. Eben, du Sack. Dinger fressen auch nichts Gutes. Bum, 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 bum. So. Schön, wenn man die ganzen Pfeile wieder rausholen könnte aus den Dingern, ne? So wie bei Harold Dixon da, ne? Bender Snatch, okay. Bänderriss. Das hört sich irgendwie an wie Bänderriss. Ah. Ah. Steve heißt ja mit Nachnamen Burnside, also Brandseite oder verbrannte Seite. Burnside. Verbrannte Seite. Achso, ja, das Risen Evil Buch, ja, das habe ich auch, nur jetzt nicht gerade zur Hand. Ja, du sollst sie doch auch einlegen. Achso. Soll doch benutzen drücken.
Doofkopf. Ich Doofkopf. So, dann wollen wir mal. Okay. Bitte das Passwort. Welches Passwort? Ich kenne kein Passwort. Ah. Nichts geht. Wieder noch. Ah, eingegeben. Okay. Links. Dann rechts, dann links, dann rechts und dann nochmal dreimal rechts, links, zwei und drei. So, ich bestimmt, das ist das Passwort bestimmt. Okay. Einmal links. Okay, das sind die drei. Dann rechts. Eins. Dann nochmal wieder links. Neun. Dann rechts. Sieben. Und dann jetzt noch mal dreimal rechts. Die letzte Zeit. Stimmt ja. So wird ein Schuh draus. Die 1. So. 3, 1, 9, 7, 3. 1, 2. So. 3. 1, 9, 7 und die 1. Dann die letzte Zahl nicht eingeben. 3, 1, 9, 7, 1.
Habe ich das falsch aufgeschrieben? Ah, stimmt, die erste Ziffer. Ja, okay. Ich habe das blöd aufgeschrieben gehabt. Die erste Ziffer ist dann links, rechts und dann ist das die Zahl, die dann auftaucht. Okay, jetzt habe ich den Fehler bemerkt. Also links, rechts. Für die erste Ziffer. Dann für die zweite Ziffer nur nach links. Für die dritte Ziffer nach rechts. Und dann dreimal nach rechts. Für die letzte Ziffer. Okay. Eigentlich bis auf die 3 ist ja dann alles richtig gewesen. So 1, 9, 7 muss ja richtig sein. Und die erste Zahl war falsch. So, das ist ja die richtige. 1. Ich mache das jetzt nochmal, um weg zu sein. So, dann links. Das ist die 9. Dann einmal nach rechts. Die 7. Andere müsste noch mal die 1. 1. 2. Und 3. Okay, das war die 1 da. 1, 9, 7, 1. Jetzt muss es aber korrekt sein. Es sollte das. 1, 9, 7 und die 1. Ja, sowas gibt's auch als Buch. Das Resident Evil Archiv. Präsentiert bei Snenderatch. Endersnatch. Hey Ben. Schmeißglocke. Get out of my way. Ihr stinkenden Gummisoldaten. Drei Wochen später.